Der Showdown naht. In der letzten Folge von Zelda Breath of the Wild haben wir dem Master Sword seine volle Kraft zurückgeschenkt. Es verfügt nun dauerhaft über die Stärke 60, weil wir die Masterprüfung in der Schwertprüfung bestanden haben. Live. Mit einigen Fails, aber letztendlich erfolgreich. Und nun ist Link bereit. Ihr seht es an seinen Augen. Der pure Hass, wenn er an Ganon denkt. Und dem, was er angerichtet hat. Hyrule ist in Schutt und Asche. Fast alle sind tot. Auch Prinzessin Zelda. Sie kämpft schon ewig gegen dieses Monster. Und braucht endlich Unterstützung. Nun ist Link reif genug. Mit der Unterstützung der vier Recken und ihrer Kräfte machen wir uns nun ein weiteres Mal auf zum Thronsaal. Betreten haben wir ihn bislang noch nicht. Aber wir waren schon im Schloss und weiter oben, um die ganzen Crocs zu sammeln. Ihr wisst das, die 100% sind nahezu komplettiert. Es fehlen nur noch Kleinigkeiten. Was genau? Das werden wir sehen, wenn wir Ganon erledigt haben. Dann können wir uns damit beschäftigen. Wir werden dann auch eine Prozentanzeige bekommen, die Aufschluss darüber geben wird, wie weit wir wirklich sind. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das Wichtigste. Um die Verheerung Ganon. Oder besser gesagt, um die Aufhaltung dieser. Auch die ganzen Wächter und Wächtergeschütze und hast du nicht gesehen, können Link nicht aufhalten. Klar, es schmerzt. Aber die Wut über das, was anderen geschehen ist, die überwiegt. Und dadurch können wir den Schmerz verdrängen und vordringen. Ich ignoriere alles so gut es geht und kümmere mich um das Hauptproblem. Bestie, die ganz oben wacht und sich hoffentlich schon in die Hosen macht. Link ist nicht mehr aufzuhalten. Und ich hoffe, wir kommen rechtzeitig, um Prinzessin Zelda zu retten. Um sie in diesem ewigen, grauenvollen Kampf zu unterstützen. ...226 Parts mit fast 30 Minuten Länge, das gab's noch nie. Und es war ein unglaubliches Abenteuer. Ein nie dagewesenes Projekt, auch vom Erfolg her. Jetzt kommt das große Finale. Vorher nochmal ein Full Heal. Und dann soll er sich zeigen. Dieser ekelhafte. Kämpfen werde ich im passenden Gewand. Da kann man jetzt natürlich viele auswählen, aber ich entscheide mich für das Wildnisgewand, denn das ist ja so ziemlich das Gewand von Skyward Sword. Blödsinn, von Breath of the Wild, Entschuldigung. Man erhält es für das Absolvieren aller 120 Schreine. Vor wenigen Parts ist uns auch das gelungen. Und ausgerüstet mit diesem Gewand, dem Haya-Schild und dem Master Sword. Geht's jetzt ab! Im Thronsaal von Schloss Hyrule. Link. 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 Ich kann ihn nicht länger aufhalten. Vergib mir.
Umgebung von Schloss Hyrule, Verheerung Ganon. Alter, was denn mit dem passiert? Ist der mit Goma fusioniert? Damit das klar ist, ich tue das nicht für dich. Ich habe lediglich noch eine alte Rechnung mit Ganon offen. Das ist das letzte bisschen meiner Kraft. Du musst es schaffen. Dann los, Bruder! Ha! Mal sehen, wie dir das schmeckt, Ganon! Dann wollen wir es mal krachen lassen. Halte durch, Zelda. Gleich ist es durchgestanden. Die Recken haben mit einer vierfachen Kamehameha gute Vorarbeit geleistet. Er hat nur noch die Hälfte der Leben. Aber erstmal sollten wir ein Foto machen. Auch wenn sich das cringy anhört, wir müssen das machen. Diese Fotos konnte man ja noch nicht kaufen. Und wie ich schon im Handbuch gesehen habe, gibt es sogar noch mehr Sachen zu fotografieren. Also nicht nur Ganon an sich, es sind noch einige Felder offen. Mal schauen, was das alles ist, aber hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr geiles Foto. Also optisch, vom Fotodesign an sich, das Aussehen von Ganon ist... Ja, ich sag mal so, er hätte auch in einem Horrorfilm mitspielen können. Also auf jeden Fall ein cooles Foto, aber ich frag mich doch, was mit ihm geschehen ist. Alter, bist du hässlich geworden, das ist richtig brutal. Aber hey, wir können hier schön den Aufwind benutzen, oder auch nicht. Seltsamerweise hat das nicht funktioniert. Hier sind noch einige Aufwinde, die wir nutzen können. Oder doch nicht. Nee, das ist anscheinend nur eine Täuschung. Eieiei, jetzt klettert er da an der Wand rum. Aber ich muss auch erstmal schauen, was man überhaupt gegen ihn machen kann. Und was er so drauf hat. Aber ich würde mal sagen, mit Pfeil und Bogen agieren ist schon mal nicht so verkehrt. Das Ding ist bloß, kann ich irgendwo hinschießen? Ja, scheint das schon. Ich dachte erst, ich müsste irgendeinen bestimmten Punkt treffen, weil der hatte ja auch so einen leuchtenden Punkt. Was ist denn das? Es ist seine Laserkanone. Okay, kann man doch bestimmt auch irgendwie kontern. Willst du mal bitte von da oben runterkommen? Das finde ich ein bisschen unfair. Hey, so war das nicht gemeint. Oh je. Daroks Unterstützung ist schon mal dahin. Außer das lädt sich auch im Kampf noch auf. Wie gesagt, ich muss erstmal schauen, wie man gegen den überhaupt am besten vorgeht. Aber ich glaube, Ausweichkonter ist ja an sich nie verkehrt. So auch hier. Oh ja, da kannst du ordentlich nachsetzen. Ah, der Rückwärtssalto hat jetzt nicht mehr hingehauen. Okay, schöne Finte. Aber man muss bedenken, der hat immer Feuer am Start. Feuer, das ihn umgibt. Und stets supported. Also am besten sich entfernen und dann mit Pfeilen agieren. Oh, jetzt wird's brenzlig. Aber mit dem Shit-Counter frisst du dein eigenes Geschoss. Oh, und er ist paralysiert. Er ist paralysiert. Wir können wieder draufzimmern. Auf seine hässliche, groteske Fresse. Oh, Bosa kann mit ihrem Zorn dieses Monster von der Wand runterholen. Und dann frisst er weitere Schwertschläge vom Master Sword. Na, wie gefällt dir das? Okay. Was ist jetzt los? Der Pfeil hat ihm irgendwie überhaupt nichts ausgemacht. Aber der Konter! Der Konter!
Okay, er konnte anscheinend so eine Art Rüstung aufbauen, die gegen alle meine Angriffe wirkt, aber nicht gegen seine eigenen. Alter, was ist das? Yo! Calm down, Bro. Okay, nochmal kontern. Da bin ich zwar kein Experte drin, aber es hat jetzt schon dreimal hingehauen. Gott sei Dank. Boah, du Grufti, Alter. Solltest dich außerdem mal rasieren. Schaut ja fürchterlich aus. Kann man eigentlich seine Waffe auch fotografieren? Nein. Hätte ja sein können. Sieht nach einem sehr, sehr heftigen Schwert aus. Oh, und Link gelingt gerade alles. Wirklicher Konter. Super, nach einer etwas durchwachsenen Anfangsphase, wo er hin und wieder mal zurückschlagen konnte, wird Ganon jetzt in der Phase, in der er eigentlich brillieren wollte, an die Wand geschlagen. Aber jetzt geht er noch mehr in die Offensive, wie es aussieht. Ja, ich laufe einfach mal davon, weil das hat sich bisher immer bewährt. Mit Pfeil und Bogen zu agieren bringt er leider nichts, weil er nimmt keinen Schaden mehr. Nein, definitiv nicht. Er ist geschützt, selbst gegen den antiken Bogen. Was macht er da jetzt? Kann man das abwehren? Alter! Wow, what the fuck? Was macht er jetzt? Muss ich das treffen? Ja, okay. Ich muss das treffen und durch diese Explosion fällt er runter. Aber Moment, Moment, Moment. Er ist nicht angreifbar. Aber jetzt! Ganon, du Schwein! Hör zur Hölle! Unzählige Male zerstört, unzählige Male wiederbelebt. Die Fleischwerdung von Zorn und Hass. Sein Verlangen, wieder zurückzukehren, macht ihn rasend. Wenn es ihm gelingt, wird die Tragödie vor 100 Jahren harmlos werden. Fleisch gewordener Hass, Dämonenbestie Ganon. Und was macht Vettel hier? Dies ist der Bogen des Lichts, der das Böse vertreiben kann. Ich vertraue ihn dir an. Ich weiß nicht, wie viel deiner Kraft und deiner Erinnerungen du wiedererlangt hast. Aber ich glaube an dich. An dich und deinen Helden. Danke, liebe Zelda. Ich werde dich nicht enttäuschen. Der Lichtbogen. Stärke 100. Der Bogen, den du vor dem Kampf gegen die Dämonenbestie Ganon von Zelda erhalten hast. Wenn der Held ihn spannt, sammelt sich Licht, das die Verheerung bannen kann. Richtig krasser Scheiß. Aber warte mal, muss ich das auch fotografieren? Ja, oder? Ich frage mich aber auch gerade, warum Vettel hier ist. Also warum ausgerechnet Vettel? Oder wird einfach ein Pferd aus dem Stall per Zufall ausgewählt? Je nachdem, was jetzt auf mich zukommt, ist es entweder gut oder schlecht, dass wir Vettel haben, weil er ist ja sehr, sehr schnell, aber das war's halt auch schon. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier auf der Hyrule-Ebene, auf der wir uns offensichtlich befinden, vor Ganon flüchten müssen und währenddessen irgendwie Lichtpfeile auf ihn schießen müssen. Ich habe keine Ahnung, aber
Ja, das wird gleich sehr, sehr heftig. Ich guck am besten sofort, ob man ein Foto machen muss. Ich glaube schon, oder? Ja, muss man. Crap, aber ich kann das jetzt gerade nicht machen. Oh! Moment, lass mich mal schnell alles andere ablegen. Weil das ist im Weg gerade. Deswegen geht's nicht. Ach, der ist auch noch nicht mal ausgewählt. WTF? Aber ich habe doch da gerade irgendwas aufleuchten sehen, golden. Was war denn das dann? Bin etwas verwirrt. Sorry, dass das jetzt auch die Atmosphäre ein bisschen zerstört, aber es muss ja sein für die 100%. Ganons Hass umgibt ihn wie ein Panzer. In diesem Zustand dringt kein Angriff. Diese Form auch noch. Stimmt, klar. Ich werde diesen Hass zurückdrängen. Meine Kraft ist sehr gering. Puh. Leuchtenden Stellen treffen. Die leuchtenden Stellen. Okay, komm her, Vettel. Ich wünsche dir Glück. Aber warte, Zelda. Wo sind die Lichtpfeile? Holy fucking shit. Vettel, komm her. Schieß auf die leuchtenden Stellen. Wo denn? Ach, da. Warte, braucht man gar keine Lichtpfeile oder hat man jetzt automatisch welche mit dem Lichtbogen? Ich hab keinen Schimmer. Ah ja, tatsächlich. Tatsächlich, Leute. Unendlich? Ja, unendlich. Perfekt. Ich halte nicht länger durch. Oh nein, Zelda. Ich hoffe, wir schaffen es noch rechtzeitig. Ganon wird immer schwächer. Aber Alter, was ist das hier? Guckt euch den Typen an. Heftig. Was soll der überhaupt darstellen? Ist er immer noch ein Wildschwein? Weil das fühlt mich jetzt mehr aus wie so ein... Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann die Umrisse auch kaum erkennen, weil er so heftig leuchtet. Ja, doch, doch. Es ist auf jeden Fall seine Dämonenform, seine bekannte. Also die Wildschweinsform. Diesmal leuchtet die andere Seite. Aber er hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Der hat jetzt auch so ein bisschen so eine Zentauren-Tiger-Form. Keine Ahnung. Aber er kann sich kaum bewegen dadurch. Er ist zu fett. Oh, man muss genau treffen. Ja, der hat gesessen, Mann. Sehr gut, Vettel, mach weiter so. Er windet sich vor Schmerzen. Sehr gut. Und jetzt ins Face oder wo? Er kommt auch gar nicht mehr zum Angriff, weil wir ihn so penetrieren. Ja, das schaust du blöd, was? Oh, wobei... Er lädt irgendeinen Gigastrahl auf, aber der ging daneben. Die leuchtende Stelle. Wo? Wo, Zelda? Ah, da am Bauch. Das tut bestimmt besonders weh. Yes. Boah, das ist schon sehr episch. Vorsicht, Stampfattacke. Dann haben wir ihn. Ja, wir sind tatsächlich nah dran. Wir können es schaffen. Link, sieh nur. Sieh dir Ganons Kopf an. Was? Sein Kopf? Warum? Ah ja, der leuchtet. Das muss dann die letzte Stelle sein. Das ist das tiefste Wesen. Okay. Link, jetzt liegt alles an dir. Ja, ich versuch's ja. Hab ich ihn getroffen? Irgendwie nicht. Warte, man muss hochfliegen oder was? Ach so! Und jetzt? Hä? Du musst dir Ganons Angriffe zunutze machen. Ja, mach ich doch. Ich chill doch hier oben, aber... Irgendwie nimmt er keinen Schaden. Moment mal. Er lädt das Ding ja über diesen Ritz auf, oder? Ah ja, da ist sein Auge! Da ist sein Auge! Das muss getroffen werden. Aber im richtigen Moment. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich werde gleich landen müssen, oder habe ich entsprechende Medizin? Komm bitte, ich glaube aber nicht. Doch, hier ist tatsächlich was, aber nicht so viel. Naja. Einfach mal fressen. Und jetzt versuchen wir es abzutimen.
Durch den Strahl entsteht der Windstoß. Und durch diesen können wir uns hier oben halten. Und jetzt Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja. Zeig dich. Da ist es! Da ist das scheiß Auge! Hier, nimm! Ist vernichtet. Besiege Ganon. Geschafft.